Jeder Ort, jede Region hat ihren eigenen Duft. Semgallen, Deutsch Semgallen, duftet nach weiten, im Wind wogenden Kornfeldern. Das Land war hier immer fruchtbar und die Semgaller waren schon immer ans Land gebunden. Also Leute, die nicht nur den besten Weizen anbauen, sondern auch die schönsten Rosen züchten. Dies wird eine Geschichte von drei schönen Rosen in Semgallen. Die erste Rose ist das Schloss Bauska, Deutsch Bauske, am Zusammenfluss von zwei Flüssen, Musa und Memele. Der ältere Teil wurde vom Deutschen Orden zum Schutz seiner Südgrenzen und zur Kontrolle der Handelswege von Litauen nach Riga erbaut. Die dichten, bedrohlichen Mauern des Schlosses haben viele Schlachten erlebt. Der neuere Teil des Schlosses ist eine Rose der Renaissance und des Manierismus. Dieser Teil wurde von dem ersten kurländischen Herzog Gotthard Kettler gebaut. Und Schloss Bauska wurde zu seiner Zeit zu einer befestigten Residenz seiner hochadligen Familie. Diese Zeit kommt mit einem starken Vorstoß nicht nur in der Kunst, sondern auch im alltäglichen Leben. Eine neue Tischkultur, neue Formen von Freizeitaktivitäten. Obwohl man die Renaissance als Epoche des Humanismus bezeichnet, waren Kriege und bewaffnete Auseinandersetzungen ein untrennbarer Bestandteil dieser Zeit. Deswegen wurden um die Schlösser keine Parks eingerichtet und das ganze Leben lief im sicheren Schutz der Mauer ab. Die Einwohner, besonders die Damen, hatten aber viel freie Zeit. So verliefen die Tage in kurzweiligen Gesprächen, Tanz und Fertigung galanter Roben. Kleidung aus der Epoche der Renaissance kann man noch heute im Schloss besichtigen und nicht nur besichtigen, man kann sie auch anproben. Schloss Bauska ist ein Ort, an dem man die samtweiche Berührung der Renaissance im engeren Sinne des Wortes hautnah spüren kann. Kilometer im Raum und anderthalb Jahrhunderte in der Zeit trennen Schloss Bauska und Schloss Rundale oder Ruhental. Rundale wurde im 18. Jahrhundert erbaut, in der Zeit, als in Europa die Aufklärung herrschte und als Beweglichkeit der Vernunft höher geschätzt wurde als Beweglichkeit des Schwertes. Man brauchte die Schlösser nicht mehr zur Verteidigung, sondern zur Manifestation des Stils eines raffinierten Geschmacks und verfeinerter Kultur. Vor den Augen des Reisenden, der das Flachland von Semgale durchquert, taucht Schloss Rundale wie eine Fata Morgana auf. Rundale ist eine Rose des Barock und Rokoko, die prächtigste nicht nur in Semgale, sondern in ganz Lettland. Und diese Rose erzählt uns über den Geschmack und die außergewöhnliche Großzügigkeit ihrer Besitzer, der kurländischen Herzöge der Familie Biron. Im Schloss gab es Appartements des Herzogs und der Herzogin, prachtvoll dekorierte Repräsentationsräume für diplomatische Anlässe, Hoffeste und Ballabende. Ähnlich wie in Versailles wurde auch in Rundale neben dem Schloss ein großer französischer Garten mit Alleen, Fontänen, Parterres, Kanälen, Pavillons, Bosketten, Tulpen und Rosenbeeten eingerichtet. Rundale diente als Sommerresidenz des Herzogenpaares und die schönste Jahreszeit sowohl damals als auch heute ist in Rundale der Sommer, die Blütezeit der Rosen. Der Rosengarten von Rundale ist der größte im Baltikum. Eine wahre Geschichte des Rosenzüchtens seit dem 18. Jahrhundert bis heute. Im Sommer wurden hier Ballabende und Galas für Standesherren aus nah und fern. Die nächsten Nachbarn von Rundale waren die Gutsherren aus Mesoten, Deutsch Mesoten, nicht weit weg von Rundale am anderen Ufer der Lierluppe, der kurländischen Ahr. Die russische Zarin Katharina II. Schenkte das Nutzungsrecht des Landgutes Mesoten der Erzieherin ihrer Enkelkinder, Charlotte von Dieven. Im Jahre 1797 fing Charlotte an, in Mesoten ein Schloss zu bauen und einen Park einzurichten. Nicht einen geometrisch-symmetrischen wie in Rundale, sondern einen Landschaftspark, ähnlich wie in England. Laut der Legende kostete das Projekt des Parks zweimal so viel wie das Projekt vom Schloss selbst. Schloss Mesoten ist eine Rose des Klassizismus, selbstbewusst, adlig, reserviert und erhaben. Der prunkvollste Raum des Schlosses ist der Kuppelsaal,
indem wie üblich im Klassizismus Elemente des römischen Pantheons benutzt wurden. Die kuppelartige Decke des Saals ist mit einem Kronleuchter mit 40 Kerzen geschmückt. An den Wänden sieht man Malereien von illusorisch-realistischen Atlantenfiguren. Wenn Sie hier länger bleiben möchten, können Sie in einem der Zimmer im dritten Stock übernachten. Wir beenden unsere Geschichte von drei semgallischen Rosen im Schloss Rundale. Die Erneuerung des Schlosses ist das größte Restaurierungsprojekt in der Geschichte Lettlands. Rundale ist zu einem wahren Touristenmekka geworden. In 41 der insgesamt 138 Räumen wurde die historische Innenausstattung des kurländischen Herzogtums wieder eingerichtet. Im Laufe der Restaurierung kommt noch das Arbeitszimmer und die Bibliothek des Herzogs dazu. Doch ist Schloss Rundale nicht nur ein Museum. Es ist ein Platz, wo der Geist der Barockepoche auch heute am Leben erhalten wird. Sowohl damals als auch heute erfreut Rundale sich selbst und seine Besucher mit Festen, Aufführungen und großartigen Konzerten der klassischen Musik. Bauska, Mežuotne und Rundale. Drei Rosen von Semgale. Einst erfreuten sie nur ihre Besitzer und deren hochadlige Gäste. Heute duften diese Rosen auch für sie.